Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Ich habe heute mal einen interessanten, ja, wir haben nicht oft interessante Gäste, fast nur, ne, aber einen Gast, den vielleicht den ein oder andere von euch vielleicht schon mal kennt aus dem Fernsehen oder so, ne, der Patrick Dewayne. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich, Steffen. Ja, und zwar geht es darum, Geld, das Thema Geld, ja. Der Patrick hat gerade das Buch geschrieben, Geld kann jeder und du jetzt auch. Das ist ein sehr schöner Titel, wie ich finde, weil das ist ein Thema, es geht ja jeden von uns an. Ne? Und Geld wird halt immer dann wichtig, finde ich, wenn es zu knapp ist. Ne? Dann ist es besonders wichtig, weil dann kommt der Druck und dann ist es nicht mehr so lustig, wenn die Rechnungen reinflattern und man nicht weiß, wie man die bezahlen soll. Ne? Genau, und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, aber auch über seinen ungewöhnlichen Werdegang. Ja, und zwar ist er eigentlich Bankkaufmann, auch Börsenhändler und ist dann in die Schauspielerei gegangen. Und ja, das ist vielleicht mal ganz interessant. Stell dich doch mal ganz kurz vor und ein bisschen was zu deinem Werdegang. Ja, gerne. Also, du hast es ja schon angedeutet, ich bin gelernter Bankkaufmann, habe eine Ausbildung gemacht, das war 97 bis 98 bei der Frankfurter Sparkasse in Frankfurt. Ich bin hier situiert in der Nähe von Frankfurt am Main und habe dann direkt am Börsenparkett danach einen Job bekommen bei einem Broker und war als Händler unterwegs, sogar noch auf dem altehrwürdigen Börsenparkett der alten Frankfurter Wertpapierbörse und wurde dann von der Deutschen Bank abgeworben in den Aktien-Eigenhandel. Ich habe eine neue Abteilung aufgemacht und dann habe ich dort dann gearbeitet als Market Maker, habe Block Trading gemacht, aber auch normale Orders bearbeitet, aber immer mit dem Geld der Bank sozusagen auch zu tun gehabt. Und die Tätigkeit hat mich auch bis nach New York geführt. Da war ich auch im Zuge dieser Tätigkeit. Und dann war ich später zu Zeiten der Lehman-Krise dann nochmal für ein amerikanisches Unternehmen im Collateral Portfolio Management tätig und bin seit 5 Jahren jetzt als Wirtschaftsjournalist und Börsenkorrespondent wieder auf dem Frankfurter Börsenparkett für den Sender Welt bzw. beim Sender Welt zu sehen. Ah, cool. Okay. Ja, und wie kam das denn? Du hast ja auch sehr lange zum Beispiel, das kennt bestimmt der ein oder andere ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne, mitgespielt zum Beispiel auch in ganz vielen anderen Fernsehproduktionen. Wie hast du denn dann diesen Sprung auf einmal geschafft, jetzt von der Börse oder vom Bankkaufmann dann ins Fernsehen? Das war ja auch immer eine spannende Sache. Ja, es ist Mindset. Also es hat tatsächlich was mit deinem Kopf zu tun, wie du denkst. Und ich wollte, oder ich habe auch als Schulkind schon immer mal drüber spekuliert, eine Schauspielausbildung zu machen, aber das war mir nicht so nah hier kurz vor den Toren vor Frankfurt wie die Banklehre. Und ich wollte tatsächlich aus eigenen Stücken, das hat auch viel mit meiner Biografie zu tun, erstmal was Sicheres haben und erstmal ein bisschen Geld verdienen, um ein Polster zu haben und eine Sicherheit, auf das ich sozusagen mein Leben dann aufbauen kann. Und als die deutsche Bankzeit zu Ende ging, das war so, man muss das so ein bisschen in den Kontext setzen, die Dotcom-Blase war geplatzt Anfang des Jahrtausends. Der neue Markt, den gab es in dem Sinne nicht mehr, nur noch eine Handvoll Unternehmen, die überlebt hatten. Und dann habe ich mir überlegt, na, was mache ich denn jetzt? Und dann war so die Option, gehe ich nach London oder bleibe ich hier? Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nach Amerika und studiere Schauspiel. Und das habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe genug Geld jetzt für so ein erstes Leben und habe festgestellt, Geld alleine macht nicht glücklich. Tatsächlich. Das war damals meine Haltung als Mitte-20-Jähriger und bin dann zurückgekommen. Also war noch eine Station in Australien. Meinem Freund hat auch noch mal ein bisschen in die Film- und Television-Studiengang reingeschaut. Und dann bin ich tatsächlich durch so einen lustigen Umstand bei GZSZ gelandet, weil meine Frau das immer geguckt hat. Und die habe ich so ein bisschen damit aufgezogen und habe gesagt, ich könnte das ja verstehen, dass du das guckst, wenn ich da mitspielen würde. Und dann waberte dieser Satz so durch den Raum, wenn ich da mitspielen würde. Und dann habe ich so gedacht, naja, ich kann mich ja mal bewerben. Also man muss dazu wissen, ich habe parallel immer schon zu meinem ganzen Banking- und Finanzkram geschauspielt, habe mich dafür interessiert, aber auch schon immer gesungen. Und dann habe ich da einfach mal meine Materialien hingeschickt, eine Tagesrolle bekommen. Und dann hatten die mich so ein bisschen auf dem Schirm. Und als sie dann die Rolle konzipiert hatten, die ich dann später spielte, wurde ich halt eingeladen. Ja, und dann hat das halt gepasst. Und das ist dann natürlich am Ende auch ein bisschen Glück, sozusagen. Ja, und dann habe ich seitdem viele Sachen auch jetzt schon im Fernsehen gemacht. Zuletzt war ich in Bad Banks zu sehen, in beiden Staffeln. War da auch als Finanzberater tätig. Das war sehr spannend, sozusagen, sich selber nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also schauspielend, aber für den Zuschauer die Welt der Banker. Also so, ne, wie ist dann so die Wahrnehmung dessen, was ich mal beruflich tatsächlich gemacht habe. Und mit Christian Schwoche zu arbeiten, war große Klasse. Aber jetzt, klar, jetzt habe ich mir überlegt, Schauspielerei ist eine coole Sache, macht Spaß, aber durch meinen Wirtschaftsjournalismus und die vielen, vielen Fragen, die mich über meine Instagram-Follower, aber auch über mein Netzwerk im Allgemeinen erreichen, habe ich
so eine FAQ gehabt für die gängigsten Themen in Sachen Finanzen und habe dann auch gesagt, ich muss da jetzt ein Buch draus machen. Also weil tatsächlich geht es auch darum, meine Frau ist selber Pädagogin, es geht um Finanzbildung bei meinem Buch. Also es geht jetzt nicht um klassischen Ratgeber, wie wir das kennen oder wie so ein Kochbuch manchmal konzipiert ist, sondern bei mir geht es tatsächlich darum, wenn du das Buch hast und das dann liest und verstehst, gibt es sowohl für den Einstieg, genau so sieht es aus, ja, gibt es sowohl für den Einstieg auf den ersten 50 Seiten eine Sogwirkung, weil wir fünf Charaktere haben, denen wir folgen, als auch dann in den einzelnen Kapiteln tatsächlich Informationen, die auch ein bisschen weitreichender sind und die Funktionalitäten. Also, wie funktionieren Anleihen? Warum gibt es Anleihen? Was kosten Anleihen? Wo erwirbst du Anleihen? Und das Gleiche dann auch bei Immobilien, bei Aktien, bei Zertifikaten, ETF, CFDs, Derivate, also die ganzen Themen. Und zum Schluss gebe ich da noch so ein bisschen so einen Ausblick, beziehungsweise mache mir noch ein paar Gedanken, wie es mit Rentensystem und Altersvorsorge aussieht, weil tatsächlich im Hinblick darauf vor allen Dingen in der Schule zu wenig jungen Menschen beigebracht wird. Klar gibt es so Leute wie dich, das ist total cool, die YouTube-Kanäle haben, es gibt Webinare, es gibt Blogs und so weiter, Finanzblogs und es gibt auch andere Kollegen, die sich darum bemüht machen, um diese Klientel oder um diese Peer Group. Aber tatsächlich kann es nicht genug sein, vor allem nicht, wenn wir darüber nachdenken, dass die ING DiBa eine Studie gemacht hat, die sehr interessant war. Die haben herausgefunden, dass 92% der 16- bis 25-Jährigen ihrer Studie wünschen sich tatsächlich ein Finanz- oder Wirtschaftsfach an der Schule und mehr als die Hälfte sogar, dass es ein Pflichtfach ist. Und das ist schon sehr erstaunlich. Und deswegen machen wir zwei unter anderem, aber auch viele andere ja, einen ganz notwendigen und guten Job in Sachen Finanzbildung. Ja, also vielen Dank. Das war jetzt sehr ausführlich und interessant auch der Weg. Man sieht, du hast schon viel, viel erlebt und ich finde das auch sehr inspirierend. Also ich habe es mir jetzt schon, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber schon angelesen und tatsächlich ist es sehr, sehr umfangreich und umfassend, ja, und man merkt auch, dass du tatsächlich vom Fach bist. Und das Schöne ist, dass es auch jetzt nicht, was ich immer nicht mag, auch bei meinen Büchern, das versuche ich immer sehr praxisnah zu machen. Ne? Das ist hier ja auch der Fall. Also nicht so ein Theorie-Schinken, wo man dann keine Lust hat. Du weißt ja selber, du könntest jetzt über Derivate irgendwie hier Ewigkeiten irgendwas schreiben und keiner kapiert's oder so. Ne? Ja, genau, die Themenvielfalt ist halt auch wichtig, ne? Derivate sind ja nur ein ganz kleiner Teil dieses Kosmos. Aber ich rede auch über Sneakers und Wein und Spirituosen als Anlage oder Oldtimer. Es gibt einen deutschen Oldtimer-Index, das wissen die wenigsten, weil es tatsächlich geht, das Thema ist klischeebehaftet trocken, ist aber eigentlich gar nicht trocken, sondern oft wird es zu trocken behandelt, weil es auch so ein Mysterium ist. Du kennst es ja bei Verschwörungstheorien aktuell, geistern die aus anderen Gründen rum. Aber dann haben Leute von was eine Meinung, aber obwohl sie gar keine Ahnung so richtig haben, leider. Und dann gibt es halt solche Klischees. Aber ich, wie gesagt, ich bin von Natur aus kein Spießer, sage ich jetzt mal. Was man einmal im schauspielerischen Werdegang, glaube ich, auch ganz gut ablesen kann. Und trotzdem finde ich das Thema super faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil es auch am Ende um Kontrolle geht, ne? Um Finanzkontrolle. Du hast ja eingangs gesagt in deiner Anmoderation, wie blöd ist das, wenn du Rechnungen bekommst und hast keine Ahnung, wie du die bezahlen sollst. Und damit du gar nicht erst in so ein Fahrwasser kommst, kann man ja Mechanismen benutzen und ein Mindset, wie man so schön neudeutsch sagt, entwickeln, dass einem da sozusagen gar nicht erst in so eine blöde Situation kommen lässt. Natürlich gibt es immer wieder Lebenssituationen, wie jetzt aktuell, wenn du auf Kurzarbeit bist. Die Leute sagen dann zu Recht, wie soll ich denn jetzt noch was sparen? Ja, ich habe 65% meines Geldes oder vielleicht sogar nur 60%. Aber auch da gibt es ja Mittel und Wege rauszukommen. Ja, sehe ich auch so. Man muss sich wirklich Gedanken machen. Man muss sich informieren, belesen, so wie jetzt zum Beispiel hiermit, ne? Du sagst ja auch, jeder kann das. Und es ist ja natürlich etwas, was ich auch unterstreichen kann, ne? Das heißt aber auch, man muss sich dafür erstmal interessieren, man muss sich belesen und dann irgendwann ins Handeln kommen, ne? Und wenn man sich immer nur hinsetzt und sagt, naja, wieso hat der jetzt mehr als ich? Und ich gucke aber jeden Abend nur jetzt nichts gegen dich, aber nur noch Serien, ne? Und mach selber nichts, dann passiert auch nichts, ne? Ja. Ja, also meine Beobachtung ist, dass die Leute wollen, aber dass tatsächlich auch die Angebote oftmals, das hat sich jetzt viel sehr verbessert, aber oftmals, wie du das schon gesagt hast, ist es in so einer sehr abstrakten Fassung. Und du hast quasi fast bei manchem Buch das Gefühl, es ist wie so ein Schulbuch oder ein Buch, was dich während der Ausbildung oder des Studiums begleitet. Also nicht so lebensnah. Und mein Konzept ist auch ganz klar gewesen, deswegen auch die Ansprache in Du beispielsweise,
dieses komplexe Thema oder die teilweise komplexen Themen aber so runterzubrechen, dass es sogar, ich habe ja 3 Kinder, dass es sogar mein 11-jähriger Sohn ganz einfach versteht. Und der ist jetzt nicht das Monster Finanzbrain oder wandelt da auf meinen Spuren, sondern der ist einfach neugierig, wie er mit seinem Taschengeld, was er da machen kann. Und im Grunde finde ich, ist Finanzbildung auf einem Niveau, dass es dir schon hilft oder jedem da draußen hilft, zu vergleichen mit der Fahrradprüfung, die die Kinder in der 4. Klasse machen. Ne? Mhm. Um am Verkehr, am Straßenverkehr teilzunehmen, hast du ja diese Fahrradprüfung. Und so ähnlich ist es mit dem Geldverkehr auch. Und Finanzbildung ist sozusagen einfach nur das Mittel, damit du ein Stoppschild von einer Ampel unterscheiden kannst und dich unterschiedlich entsprechend benimmst, ja, oder dass du weißt, was ein Zebrastreifen ist. Und so ist es ja im Finanzleben auch. Und das, du hast es eingangs gesagt, wir haben ja zwangsläufig alle mit Geld zu tun. Und ich finde es einfach schöner, grundlegend im Leben, wenn man so das Gefühl hat, man hat so einen Touch von Kontrolle über das, womit man zu tun hat. Natürlich nicht über alles und nicht 100%, keine Frage. Aber wenn eine Rechnung kommt, dass dir das halt eben künftig keine Kopf- oder Bauchschmerzen mehr macht, sondern du sagst, ja, kein Problem, dafür hatte ich ja was zurückgelegt, ja, bezahle dich jetzt einfach. Ja, ne? Ja, sehe ich auch so. Also, ja, ich denke, es ist, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig, einmal, dass man das auch persönlich mit dem Du hier, das finde ich auch immer gut, schreibe ich in meinen Büchern auch immer mit der Du-Form, ja, weil dann fühlt man sich auch viel besser angesprochen. Und das Schöne ist ja auch, zum Beispiel hier, dass es so umfassend ist und dass jeder sich dann auch für sich was Passendes raussuchen kann. Also ich bin ja zum Beispiel hier auch viel mit Immobilien unterwegs, vermiete Immobilien, ne, mache auch einiges mit Aktien, aber ich bin halt schwerpunktmäßig mehr zum Beispiel die Immobilien. Muss ja aber nicht jeder, ne? Jeder kann sich ja was für sich raussuchen, was für ihn am besten ist, oder? Total. Und gerade weil du Immobilien angesprochen hast, was ich wohne ja selber in meinem eigenen Haus und was ich, bevor ich jetzt hierher gezogen bin, ich hätte mir gewünscht, ich hätte mein Buch gelesen, wo tatsächlich so abgeklärt, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich für mein eigenes Buch Werbung mache, aber ich beleuchte ja auch die einzelnen Menschen, die als Partner bei einem Haus oder Immobilienkauf wichtig sind. Also was macht eigentlich der Architekt? Warum braucht man einen Bausachverständigen, einen Notar? Was sind die Rollen und warum ist der wichtig und wann sollte man ihn benutzen? Also es ist auch wirklich sehr praxisnah, das Buch, weil ich halt gemerkt habe, es bringt ja nichts, irgendwelche, wie du schon gesagt hast, so Theorie-Schinken zu schreiben oder mit irgendwelchen Formeln oder makroökonomischen Ideen, sondern es muss ja praxisnah sein. Das bedeutet, wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Freund da sitzt und überlegst, okay, Haus kaufen, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Okay, ja, wir müssen uns erstmal überlegen, wo wir überhaupt das Haus kaufen wollen. Und dann geht das Buch im Thema Immobilien wirklich von A bis Z alle Schritte durch. Hm. Wohin? Ist es kostengünstig? Wo findest du was? Was spricht für Mieten? Was spricht für Wohnen? Also wirklich auch Vergleiche werden aufgestellt. Hm. Und das hat mir bei anderen Ratgebern überhaupt jetzt mal ganz gleich, was das Thema ist, das fehlt mir oft. Hm. Nicht, dass das Buch am Ende für mich die Entscheidung trifft, aber das Buch, und das war auch meine Idee, soll dem Leser das Gefühl geben, ich mache dir ein Angebot und baue dir Brücken und zeige dir Türen auf in unterschiedliche Welten. Durchgehen musst du am Ende selbst. Mhm. Ja, kannst du ganz komplett für dich selber entscheiden. Und ich erkläre dir so die Dinge, dass du verstehst, womit du es zu tun hast. Also, weil das Problem ist ja oftmals, ich sehe das jetzt, ich habe vor 2 Jahren hier eine neue Heizung einbauen lassen müssen, da muss man sich erstmal ein bisschen was drauf schaffen. Und da ist es echt gut, wenn man sich nicht nur auf den Handwerker oder den Berater oder wen auch immer verlassen muss, sondern wenn man tatsächlich ein bisschen eigenes Wissen mitbringt. Mhm. Gott sei Dank gibt es heutzutage viele themenspezifische Bücher, wo man sich so ein bisschen so ein Wissen draufschaffen kann. Deswegen sage ich, im Bereich Finanzen ist es halt, Geld kann jeder und du jetzt auf. Und es gibt dir eine Kompetenz, so auf Augenhöhe mit Leuten dann dich auch zu unterhalten. Dir kann dann halt ein Makler auch nicht mehr irgendeinen Käse erzählen oder der Architekt, wenn, oder der Bauherr, wir haben das ganz oft, ne, dass irgendwelche Bauherren dir irgendwas erzählen, wenn du eine Wohnung suchst, und du sagst dann so, ja, okay, wenn sie das sagen, oder du musst es so glauben. Ja, ja. Und es ist einfach besser, wenn du schon so eine grobe Vorstellung davon hast, worauf du achten musst, und bei den unterschiedlichen Themen. Und deswegen habe ich gesagt, das ist wirklich so ein Nutzhandbuch. Im Grunde könnte man auch hergehen und könnte sagen, warten Sie mal, ich muss kurz mal lesen, was Patrick dazu schreibt. Ja. Sie erzählen ja gerade ziemlich einen Quatsch, muss ich sagen. Ja. Und nein, Spaß beiseite. Aber es geht um die praktische Anwendung tatsächlich bei sowas, finde ich immer. Ja, ich sage auch immer ein schönes Gleichnis, was ich immer dazu im Kopf habe, ist, dass
Jeder von uns, ne, ist doch so, ist vielleicht bei dir auch so, bei mir auch, wenn du einkaufen gehst und dann nimmst du eine Packung Eier aus dem Regal, du machst immer auf und guckst, sind die noch alle in Ordnung, ne? Ja, so, aber wenn es dann um Finanzanlagen geht, um irgendeine Lebensversicherung, irgendeinen langlaufenden Vertrag oder so, da kommt dann irgendein Berater irgendwann mal auf einen zu, ja, und dann sagt man, okay, mache ich halt, ne? Wird schon stimmen. Und das ist dieser Irrsinn, ne? Da setzt man dann vielleicht Tausende von Euros in Sand, ne? Und verschenkt ganz viel, könnte anders besser agieren, ne? Aber bei so den Kleinigkeiten, da achtet man wieder genau drauf. Aber genau bei diesen Sachen ist es eigentlich wichtig, auch ein bisschen was zu wissen, ne? Ja, man hat halt, und das ist, ich stimme dir total zu, es ist die Angst vor dem Nichtwissen und vor der Komplexität. Man denkt, es wäre so ein Riesenberg vor einem, quasi wie wenn du jetzt 3000 Eierpackungen durchschauen müsstest, ne? Aber bei Finanzen ist es halt so, du musst, eigentlich reicht dir schon eine Packung und dann weißt du schon, was los ist. Und ich habe immer ein tolles Beispiel in Sachen Beratungen und so weiter. Man muss sich ja eigentlich nur mal vergegenwärtigen, dass die Leute, die dir ein Produkt, ein Finanzprodukt verkaufen wollen, die müssen ja davon leben. Und sie verdienen ihr Geld ja dadurch, dass du das Produkt bei ihnen kaufst. Und das bedeutet, dass du mit dem Geld, was du investierst, den Arbeitsplatz sozusagen finanziell möglich machst. Und das verstehen die Leute auch nicht. Das geht, oder das ist ihnen gar nicht so bewusst. Logischerweise, wenn du also im Monat 50 Euro in irgendeine Rentenversicherung zurückbezahlst, weißt du, dass von den 50 Euro nicht 50 Euro für dich irgendwie wirklich zurückgelegt werden, sondern vielleicht nur 45 Euro oder 42 Euro, je nachdem, wie viel Provision irgendwelche Mitarbeiter bekommen oder wie groß der Wasserkopf von dem Unternehmen ist, das dir dieses Produkt verkauft hat. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und dann sagt man so, okay, bevor ich jetzt irgend so ein Apparat finanziere, mit etwas, was ich ja sowieso machen muss, dann schöpfe ich doch das volle Geld, 50 Euro oder 30 Euro im Monat, vollumfänglich aus und investiere es selbst. Und es ist heutzutage ja Gott sei Dank auch durch das Internet so leicht, an Informationen zu kommen oder eben Bücher beziehungsweise ein Online-Konto zu eröffnen und loszulegen. Es ist ja wirklich, die Finanzwelt ist ja direkt vor einem sozusagen auf dem Bildschirm, so wie wir jetzt auch sprechen, ne? Das ist schon, also man muss die Möglichkeiten einfach nutzen, die es heute gibt. Ich sag mal, als ich mit Aktien angefangen habe, damals auch vor was, 1995 oder so, da gab es die Aktienkurse nur im Videotext, ne, auf dem Fernseher, das kennt kaum noch einer heute, da haben sie Genau, 15 Minuten Zeit verzögert, ne? Und heutzutage gibt es einfach so viele Informationen, das ist wieder wichtig, dass man eben für sich was Schönes rauszieht und das runterbricht und sich dann auch wirklich auf das konzentriert, sonst wird man nämlich wieder erschlagen, weil es zu viel ist, ne? Und das ist eben auch die Kunst, auch in so einem Buch, das praxisnah runterzubrechen, ne? total und eine ne breite Leserschaft anzusprechen, weil du ja sagtest, du interessierst dich jetzt für Immobilien und ich habe auch einen Freund. Über den schreibe ich auch im Buch. Paul nenne ich ihn, heißt ein bisschen anders, aber der ist total investiert, ja. Also der sucht sich runtergerockte Immobilien, dann peppt er die auf mit so einem kleinen, aber feinen Handwerkerteam mit seiner Frau. Die sind da alle komplett dabei und er hat eigentlich noch einen anderen Job und auch eine gar nicht so kleine Position. Aber ihm dabei zuzugucken, wie er sozusagen Finanzthema Immobilien so zum Hobby gemacht hat und auch lukrativ, das ist so spannend und er hat so einen Spaß dabei. Und deswegen ist also Finanzthemen mal unabhängig vom Geld, ja, also und wie man zu Geld an sich steht. Aber das Beschäftigen mit Immobilien, weil man beschäftigt sich ja nicht in erster Linie mit Geld, sondern in erster Linie mit Immobilien oder mit Zertifikaten oder mit der Börse oder mit was auch immer, das ist ja das, was auch Spaß macht, ja. Und gleichzeitig kann man entspannt und ruhig schlafen, weil einem weniger Dinge Kopfschmerzen machen. Natürlich, es gibt immer mal Schicksalsschläge oder aber auch einen Fall, wo jemand seine Mutter pflegen muss zu Hause und die hat dann wirklich ihren Job von eben auf jetzt hinschmeißen müssen und so weiter. Ganz schlimm, ganz blöd. Aber auch da dann nicht zu verzagen, sondern zu wissen, okay, ich habe einen Überblick über meine Finanzen. Ich habe einen Überblick, ich weiß, an wen ich mich wenden muss, um Gelder zu beantragen, um Hilfe zu bekommen, um Unterstützung. Ich weiß, wie ich mit meinem Arbeitgeber umgehen muss, zu was der verpflichtet ist gesetzlich. All die Informationen findet man in meinem Buch teilweise auch, um zumindest zu wissen, okay, ich bin nicht alleine. Und es gibt auch für meine Situation irgendwie eine Anlaufstelle. Oft sind auch Verbraucherzentralen ein super Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich festgestellt. Die sind auf einem super Niveau, ne? Und gar nicht so teuer. Oder halt unabhängige Finanzberater, wo du mal dann vielleicht auch 500, 600, 700 € bezahlst. Aber das ist dann alles, was du bezahlst für Informationen, die dich sozusagen durchs Leben tragen können. Zumindest hier und da.
Ja, okay, ich glaube, wir wollen es jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen für dieses eine Video, ne? Du bist ja auch ein gefragter Mensch. Vielleicht können wir ja nochmal ein zweites Video gegebenenfalls nochmal nachlegen zu einem Spezialthema, ne? Genau. Sehr, sehr Und gerne. ja, ich würde sagen, das eine ist ein super tolles Schlusswort, was habe ich auch an mir festgestellt, nämlich es sollte einem nicht in erster Linie nur ums Geld gehen, ne? Du hast ja selber auch eingangs gesagt, du hast ja auch mal festgestellt, das macht eben auch nicht nur glücklich, sondern dieser Prozess, ne, das ist bei mir auch so was, ein kreativer Prozess, da irgendwas zu machen, ne, so eine Art Hobby draus zu entwickeln, zum Beispiel mit Aktien, mit Immobilien, was auch immer, sich damit zu beschäftigen und dann macht das eben auch Spaß, ne, und ja. Total, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte als Teenager kein Geld. Wir haben von Sozialhilfe gelebt. Ich habe mir als mein Banker habe ich ein sechsstelliges Gehalt gehabt. Und ich habe festgestellt, ich war kein Deut glücklicher. Ich hatte finanziell keine Sorgen. Das stimmt. Aber glücklicher war ich nicht. Aber was glücklich gemacht hat, ist tatsächlich die Kompetenz, unter anderem die Kompetenz, mit Geld umzugehen. Weil es gibt ja viele Leute, die verdienen viel, aber die hauen auch viel raus. Also die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen und denken, sie müssten für ihren Nachbarn ein schickes Auto vor die Tür stellen oder so. Das hilft ja am Ende auch nicht. Insofern, du hast völlig recht. Mit Geld so umgehen, dass man sich finanzielle Freiheit auf der einen Seite ermöglichen kann, aber auch ein gutes Leben, was auch immer das konkret bedeutet, oder ein sorgloses, finanziell sorgloses Leben. Und die Kompetenz dazu zu haben, das selbst entschieden zu machen, das ist für mich, was einen tatsächlich glücklich sein lässt, und das sehe ich genauso wie du. Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Sehe ich auch ganz genauso, ja. Ich meine, gibt ja auch viele Kollegen von dir, die landen dann irgendwo im Dschungelcamp, sage ich mal. Ja, haben sich nie so Gedanken über die Finanzen gemacht. Das ist dann auch so eine Sache. Das Ja. stimmt. Ja. 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 Steffen, dann Gut. danke ich dir vielmals. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Video. Genau, dann danke auch für die netten Worte und die vielen Informationen. Weitere Informationen über dich werden wir hier wie immer unters Video stellen. Ne? Könnt ihr euch gerne mal dann anschauen und gerne auch kommentieren, liken, posten, was auch immer. Ne? Genau. In diesem Sinne. Danke. Tschüss. Ciao.